Und herzlich willkommen zurück in der neuen Folge von Let's Play Together Guild Wars 2 in der Instanz Zwielichtgarten mit unserer Reiseleitung Talarian-Tioran. Ich habe immer noch nicht raus, ob wir dich jetzt eigentlich immer mit einem Namen ansprechen sollen oder immer mit dem Namen der Figur, mit der du gerade eingeloggt bist. Das Nimm Talarian, das ist praktischer so und ich ziehe jetzt. Ja, Talarian ist absolut praktisch. Wir gehen auf den Ritter, weil das ein Blödmann ist. Ich hau ab. Stirb! Glaub, der Ritter mag mich. Ja, der mag dich gerne tot sehen. Geh mal ein Stückchen weg. Bösen Mann. Ich muss auch mal ein Stückchen weg und mich ein bisschen heilen. Und Haslo braucht unbedingt Rettung. Ich komme. Ich gebe Heilung dahin. Sehr schön. Er ist tot. So machen Pro-Gamer das. Und ich liege. Kein Grund zur Sorge. Deutran ist da. Dass ich wegporte. Wäre ja schlimm gewesen, wenn du weggeportet wärst, weil dann hätte ich dich ja nicht retten können. Ich sag da deswegen, dass du mit dem hier keine Sorge haben musst. Wir sehen uns wieder. Ha! Auf Wiedersehen. Das klappt doch schon viel besser als gerade, ne? Merkwürdigerweise. Als gestern, sozusagen. Bitte helft mir! Ich habe hier die Beschreibung für eine von meinen Fähigkeiten in Englisch. Damage from attacks. Eine einzige. Die anderen sind alle in Deutsch, nur eine ist in Englisch. Macht nichts, mein Schwarzlöwenhändler ist auch manchmal Spanisch, Französisch oder was auch immer. Wir sind halt also. Vielzüngig, also quasi multilingual. Aha. Ah, sehr schön. Okay. Oh, ich habe den Buff bekommen. Für 5 Sekunden. Das ist ja super. Bei mir ist der 2 Minuten 47 Sekunden. Vielleicht war es ein anderer Buff, den ich dann nicht bekommen habe. So, ich ziehe wieder. Sie ziehen von sich selber aus. Da blühen Hexerblüten. Ah, die Blüten muss unbedingt einer kaputt machen. Ganz vergessen, verdammt. Ja, wie wär's, die müssen kaputt gemacht werden, ja. Während wir da... So. Haben wir doch alles im Griff hier. Das mit dem Leck kotzt mich schon an. Ja, manchmal ist das Leben einfach so. Da kann man nicht viel machen. Ich hatte ja in unserer letzten Aufnahmesession zwischendurch schon das Gefühl, dass du manchmal so ein bisschen Leck hattest. Hast du mir nicht geglaubt? Ja. Der PC macht's wohl nicht mehr lange. Macht ja nichts, kommt bald ein neuer. So, diese vergänglichen Blümchen, da bitte ich jetzt jemanden mit einer Fernkampfwaffe, die kaputt zu machen, bevor wir da hingehen, weil die machen, ich glaube, Gift, solche, was weiß ich was. Müssen deswegen unbedingt kaputt gemacht werden. Da sind ja ganz viele von und das Schlimme ist, ich kann diese Aufgabe übernehmen, wenn ihr das gerne wollt. Okay. Und dann müssen wir da zügig durch, weil die auch resetten. Okay. Wo ist denn da so ein Blümchen? Da, da ist noch eins. Und das eine resettet schon. Also nicht groß stehen bleiben, sondern jetzt Tioran, Talarian hinterher. Da ist ein Blümchen noch. Hier ist eine kleine Spinne, die ist ein Champion. Ja, das ist ein Champion, den ziehen wir nach hier oben am besten, damit wir von den Blumen nicht getroffen werden. Also nach hier oben hin, Leute. Noch höher komme ich leider nicht, obwohl ich gerne ist nicht schlimm. ganz weit weg wäre. Wo stehst du eigentlich gerade? Will ich ein bisschen heilen? Im Getümmel ist das so nicht immer so super leicht zu sehen. Ja. Ich denke, ich werde demnächst auch den Heilfolianten ausrüsten, nicht den Angriffsfolianten. Wer von uns macht dann Schaden? Wir nicht. Ja, der Wächter macht sowieso keinen Schaden. Wahrscheinlich immer noch mehr als wir. Ja gut, aber wir haben ja zwei Krieger dabei, die sind dafür zuständig.
Wir werden dann sterben. Ja. Bisschen Schaden mache ich auch noch. Ich find's faszinierend, wie es den Wächter überhaupt nicht juckt, dass die Spinnenkönigin voll auf den draufhaut. Mich juckt's auch überhaupt nicht, dass die Spinnenkönigin voll auf den draufhaut. Ja. Oh, jetzt habe ich tatsächlich endlich mal alle meine Fähigkeiten verbraucht. Aber wir haben's auch gleich, ne? Ja, also das ist der erste Boss, der ist ja noch easy. Der ist viel leichter als die ganzen, nach 15 Mobs am Wegesrand. So, da ist noch ein vergängliches Blümchen. Ein Beutel mit wundersamer Ware. Moment, da muss ich mich gerade dran erfreuen. Karma und Geld. Spart euch das. Das erwarte ich von Ridlock, nicht von euch. Ich bin kein Feigling. Ich füge mich euch und ihr beleidigt mich. Mir reicht es jetzt. Macht euren Kram allein. Ja. Warte auf mich, ich komm mit. Ich habe auch die Schnauze voll von denen. Vorsicht, Blumen. Ah! Okay, ich komm doch nicht mit. Hab's mir überlegt. Hallo, mein Herz. Hallo, mein Herz. Haben euch eure Freunde bereits verlassen? Wie gefällt euch das? Faulein, es ist Zeit, den Wahnsinn zu beenden. Er ist doch eure Schuld. Verlasst euch auf andere, statt hier zu stehen, wo ihr hingehört. An meiner Seite. Ich stehe jetzt woanders. Wir werden sehen, mein Herz. Wir werden sehen. Drei meiner Champions sind hier. Ich bin gespannt, wie ihr und eure restlichen Verbündeten euch gegen sie behauptet. Drei? Ich würde sagen, zwei. Und erstmal dieses Blümchen da wegmachen, ne? Oder zählt die Spinne ja, nicht dazu? Zwei. Nee. Es geht jetzt um deren Champions. Wessen Champion war die Spinne? Die chillt hier so. Ach so, die hängt hier einfach so rum. So, also bitte Blümchen kaputt machen. Ja, einfach die Blumen bitte kaputt machen. Vorsicht, ja, da ist ja auch dabei. Ein Gegner. Ja, hab ich auch schon gemerkt. Ja. Da muss ich jetzt einfach einer immer um die Blümchen kümmern. Ich? Und gleich müsste ein Event losgehen, da werden sich dann hier die Kapseln öffnen, die muss dann auch bitte jemand los, also dauernd schießen. Das sind jetzt nicht die Kapseln, wo die Silvari drin sind, sondern so Mörsertürme. Die müssen halt schnell durchgemacht werden, die sind im ganzen Raum verteilt, den Sektierer holen wir uns dann gleich. Alles klar? Ja, ich muss mal kurz hier rumheilen, sonst bin ich gleich down und... Ich auch, ich bin sowas von vergiftet und hab leider nichts mehr. Ja, der ist ja fast down, wir haben es fast geschafft. Okay. So, ja, du standest auch im Blümchen. Das so. Hat sich schon resettet, Leute. So, wo ist jetzt Kapseln und wo soll ich... Ja, das Event ist noch nicht losgegangen. Wir müssen erstmal den hier befreien und jetzt ist das Blümchen wieder da gewesen. So. Ich mach jetzt auch. Nee. Möge der blasse Baum euch sehen. Sehr schön. Oh, ich hab einen Buff bekommen. 2 Minuten. Okay, also Blümchen, ich werde den jetzt hier hochziehen, weil hier keine Blumen sind und dann dort waren die Mörser und die Blumen. Jawohl. Ja, genau. Jetzt ist da, das Event losgegangen, also auf geht's. Keine böse Kreise. Da hinten ist noch ein Mörser. Da sind 6 Stück von. Die kommen auch wieder, nehme ich an. Nee, die Mörser nicht. Nicht meines Wissens nach. Okay. Bätschi, bätschi, nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Naja, ein bisschen getroffen. Ah, Hilfe! Haslo liegt. Hebt ihn irgendjemand schon auf? Nein, okay. Pauseblocke, du stehst da doch. Ich hab die Hexenblüte hier noch nicht so ganz. So, jetzt ist alles kaputt. Klar. Gut, dann geht's weiter.
Das hat gut geklappt. Vorsicht, da ist, Ja, da kommen jetzt nur Hunde und sowas rauf. Ein silberner, ein normaler. Gibt's hier eigentlich irgendwann mal Truhen und so? Markier du wieder. Ja, gleich. Wir machen erst den normalen runter, den silbernen habe ich aber trotzdem markiert, weil das hier gefährlicher ist. Aber den normalen, ja, den haben wir sowieso. Ja. Das sind ein paar normale, sorry. Okay, normale sind alle schon da. Ja, und der macht halt Blutungen auch böse Aua. Ja, ich habe deine Lebensanzeige im Auge. Und dann sind wir jetzt auch schon beim ersten Champion. Abgesehen von der Spinne. Die zählt nicht. Wie war ja, ich glaube, mit dem könnte man spazieren gehen. Also der, das sind zwei, wenn ich mich nicht irre, der Schüler von ihr. Hier, genau, das ist ihre Schülerin. Ja, einfach Damage, da war nichts Besonderes. Und das grüne Zeug, da kann man reingehen, das macht, glaube ich, nichts. Ja, um die brauchen wir uns nicht zu kümmern, der geht's gut. Ja, wir kümmern uns natürlich trotzdem um sie. Ja, die wird sich schon dafür bedanken. Ja, ich ahne es. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Siehst du, die hat sich bedankt, ich wusste es. Wieder keine Maske. Das ist schade. Jetzt geht's übrigens auch eine Truhe. Also ich würde sagen, die anderen Kapseln, ich weiß nicht, ob wir die aufmachen müssen oder ob die die dann am Ende aufmacht und die dann verdorben sind. Da steht einfach nur bezwingt Fräuleins ersten Champion, also müssen ja wir wahrscheinlich nicht. Ja, aber ich weiß, wir haben halt, naja, okay, wir gehen jetzt einfach drauf. Ja, genau, wir gehen jetzt einfach drauf. Markier du wieder. Schon getan. Ich versteck mich mal hier oben, raffiniert. Huch. Ach, jetzt geht eine Geschichte los. Jammern, ist doch schön, Märchen. Sariel, mein erster Champion. Ich kenne sie bereits. Sie ist eurer nicht wert. Oh, Fräulein. Was habt ihr mit dem armen Kind gemacht? Ich bin kein Kind. Ich bin Fräuleins Auserwählte. Seht ihr, wie leicht ihr zu ersetzen wart, mein Herz? Aber ihr braucht nur ein Wort zu sagen und steht wieder an erster Stelle. Nein, ich bin die Auserwählte und werde es immer sein. Nichts wird das je ändern. Ich werde euch töten, Keith. Langsam und schmerzvoll. Ey, man kann sich nicht selber auswählen. Ihr Kinder habt Spaß. Ja, das ist wohl wahr. Ich fühle mich stark. Heilung kommt. Ja, aber Mega-Heilung. Schon irgendwelche bösen Tricks oder so am Horizont, irgendwas, worauf wir achten müssen? Ja, so ist es halt so, dass sie sich auf einen Gegner fokussiert und der wird dann eben die Arschkarte gezogen haben. Das, ja. Der rennt dann einfach weg und wir verlangsamen die so lange. Ja, können wir so machen. Wenn es nicht gerade ein Tank ist. Und ich schicke mal mein Pet noch mit drauf. Ist mir gerade eingefallen. So, oh, du willst jetzt aber nicht zu mir, gute Frau, oder? Nee, die hat mich lieb. Weil du bist vielleicht die Auserwählte, aber ich bin der Crewleiter. Huch, es hilft, glaube ich, wenn man die auch als Ziel markiert. Ist ja. Manchmal, ich hatte sie jetzt nicht im Target, also manchmal. Ich glaube, das kommt, wenn man da beim Bodenziel rumklickt. Dann klickt man manchmal was anderes an und merkt es nicht unbedingt sofort. Oh, jetzt hat sie mich drauf. Muss ich ein bisschen rumrennen hier mal, hoffentlich. Nein, sie ist schon wieder auf mir. Ist ja schon gleich fertig mit der Welt. Ja, Gallia kann sich hochheilen und dann geben wir jetzt den Rest. Ja, ich musste warten, hatte gerade nichts mehr, weil ich Talarian die ganze Zeit durchgehalten habe. Ich danke dir dafür. Pause will ist unten. Ist wieder oben. Und da liegt sie. So, geht bam. Alles in your face. Nein, oh, sie hat mich viel zu leicht ersetzt. Truhe. Sie hat mich schrecklich, wenn sie ein Leben so auslöscht. Viel zu leicht ersetzt, ja. Hier ist die Truhe, so, und ich habe noch das schöne blaue Beutelchen, das mache ich auf. Trink mir so einen Tropfen flüssiges Gamma, Prösterchen und ein bisschen Münzen. So, wollt ihr die Silvari befreien oder nicht? Ja, denn wir sind die Guten. Gut, dann bin ich auch. Also ich bin neutral, aber ihr seid die Guten.
Und er ist böse. Und das ist auch noch ein Ritter. Ach nur Scheiße. Ja, das war eine gute Idee, das zu machen. Habt ihr denn auch so einen schönen Trank da? Kann mich einer kurz aufheben? Ja, gib mir eine Sekunde. Ich bin down, tot, also ganz tot jetzt. Sorry. Ja, Deutran müssen wir nicht aufheben. Was? Ja, du bist tot, ich kann dich jetzt nicht aufheben. Ich bin auch, ja, ich hab's auch gerade niedergeschlagen hier. Alle tot, mich auch. Alle tot. Also sind wir jetzt gleich alle tot. Das kam aber auch, weil, ne, du hast gesagt, ich guck in den Beutel. Da dachte ich auch, guckst du auch mal eben in den Beutel. Das war natürlich schön blöd. Müssen wir mal gucken, ob wir noch was reißen können zu zweit, aber. Ja, böse. Das killt die doch eben, das ist doch kein Problem. Ja, ich lieg am Boden. Auswind. Jetzt bin ich ganz tot. Ja, ich wollte es, aber jetzt liege ich selbst da. Und jetzt liege ich auch. Und ich glaube nicht, dass ich sie mit meinem Rest hier totgeschossen kriege. Ne, ja, die hat noch 10%. Ah, was für eine Heldentruppe. Na gut, zurück zur Wegmarke. Ganz am Anfang. Und dann machen wir auch an dieser Stelle einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge. Und Cut.